Hallo und herzlich willkommen zur 387. Folge Let's Play Staffel 6. Let's Play Minecraft Staffel 6. Ich esse erstmal hier meine Karotten. Wie ihr seht, habe ich hier eine kleine Modifikation mit drin. Und zwar zu einen Shader. Der Shader heißt folgendermaßen, den kann ich hier mal kurz zeigen. Link in der Videobeschreibung. Der Sildo Vibrant Shader Version 1.18 High. Und der gefällt mir ganz gut. Ich habe mit vielen Shadern rumexperimentiert. Und der gefällt mir am besten bisher. Wir gehen erstmal schlafen. Oder legen uns schlafen. Und dann erzähle ich ein bisschen was dazu. Und zwar, meine Hauptkriterien waren, dass das Glas, was ihr da seht, da ist Glas, da, da, da und da in den Fenstern, es sah in vielen Zeus-Shadern und auch in Vibrant-Shadern, es sah das ein bisschen, ich sage jetzt mal aus, genauso wie Wasser. Man sieht es auch noch ein bisschen da, die Textur. Und ich muss sagen, es gab wirklich Shader, wo die Textur des Glases sogar so ein Movement hatte vom Wasser. Und das hat mir nicht gefallen. Und der zweite Nachteil daran war, dass man nicht durchgucken konnte, egal ob Tag oder Nacht. Man konnte da nicht durchgucken. Das war keine schwarze Scheibe. Eine leichte Farbe hatte sie schon. Aber es war ziemlich dunkel und der Rest ringsrum war eben so, wie ihr jetzt auch gerade seht. Also das war eigentlich perfekt. Das Einzige, was gestört hat, war das Glas. Dann gab es Shader. Die von den Light bis zu den High-Version oder Extrem-Version das Wasser nicht richtig aufgelöst haben. Ich weiß gerade nicht, wo wir hier am nächsten Wasser haben, aber das Wasser ist hier strukturiert. Nein, hier war keins mehr. Und dieses strukturierte Wasser, das finde ich eigentlich schon cool oder feiner. Weiß jetzt nicht, wie ich das nennen soll. Also. Ich habe auch ein bisschen herumexperimentiert, deswegen, also nicht auf der Karte, im Singleplayer eher und in Südesmeraldien. Wir sind ja aber hier im Kurfürstentum Wenzin und warum hängt da eine Werkbank an der Decke? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall laufen wir hier gerade durch die Altstadtmauer. Das habe ich letzte Folge auch noch nicht gezeigt. Und das ist die untere Altstadtmauer. Und guten Tag. Er handelt hier mit Leder. Dann gehen wir ganz einfach mal hier zum Brunnen. Das ist der Brunnen. Und hier seht ihr das strukturierte Wasser. Ja, lasst euch nicht täuschen. Das werde ich hier noch wegreißen, vielleicht auch sogar mit euch. Ah, da müssen wir noch mal gucken. Ihr könnt auf jeden Fall in die Kommentare schreiben, wenn ihr mal einen Vorschlag habt, was man denn hier machen kann, was man bauen kann, alles Möglichen. Ich stehe da gern dazu offen. So. Bauen wir mal ab das Zeug. Geht das eigentlich auch hier mit? Dauert genauso lange, wa? Achso, ich kann nichts aufnehmen, oder? Da pflanze ich das erstmal wieder hier hin. Zack, genauso wie dich. Tun wir unser Inventar erstmal entleeren. Und das können wir eigentlich am besten im Lager mal machen. Ich tue noch ein bisschen mit der Audio-File rumfuchsen. Das gefällt mir noch nicht so hundertprozentig. Ja, müsste auch aus der Tür gehen, genau. Und wir sind hier in der Diorit und hier unten ist der Granit. Da, zack.
und der Andesit. Und hier oben war der Diorit und sowas war hier oben auch. Wahrscheinlich hier oben dann die Steine, die sind hier drüben. Ich muss mich auch wieder ein bisschen zurechtfinden. Ich war ziemlich lange nicht in der Welt. Hier ist Erde und Kies. Sandmann. Erde. Erde. Kies. So, dann haben wir hier Naturrohstoffe. Haben wir da irgendwas bei? Ey, das sind eher so Monster Drops. Pfeile haben wir noch mit. Fäden. Ja, hier verrottetes Fleisch, eine Blume. Hier kommt das nicht rein. Hier ist Brot und Zeug. Ich weiß gar nicht, ob wir hier eine Rubrik haben für Monster. Das ist Glas in jeglichen Farben. Doch hier. Dann gucken wir doch mal, was hier überall drin ist. Hier ist Sandstein, hier sind Federn. Flint ist hier oben auch. Und hier unten können wir das doch mit einreihen. Zack. Die Pfeile waren ja nicht wahr. Doch, wir hatten, glaube ich, wenn hier oben keine sind. Nein, da oben waren keine. Da sind die mit hier unten und die Fäden. Okay, dann machen wir jetzt hier mal eine neue Reihe mit Fäden. Zack. Oder hatten wir die woanders einsortiert? Vielleicht bei Wolle? Kann das sein? Weil hier oben ist die Wolle. Hier so drin. Weiße Wolle, blaue. Hätte da eigentlich auch von unten gucken können. Das sind Gemälde hier. Da waren sie drin. Dann tue ich die mal hier wieder raus. Zack. Und tue sie hier drüben rein. So, ihr könnt natürlich hier mir sagen, was euch jetzt hier nicht so gefällt, wie zum Beispiel so solche kleinen Grafikfehler wie hier. Das ist ganz normal. Das ist bei allen Shadern so. Das kann durchaus mal vorkommen. Aber an sich finde ich den eigentlich ganz gut, weil er eben das Glas richtig auch wiedergibt. Das klare Glas, also das ungefärbte, das ist jetzt überall normal gewesen. Aber ihr seht es ja schon, wenn ich hier auf die gelbe Glasscheibe zulaufe, es ist so ein leichter Spiegelungseffekt mit dabei. Und das war bei manchen so, dass man eben nicht durchgucken konnte. Ihr könnt jetzt da den Dorfbewohner sehen oder sogar die zwei und noch einen dritten. Und hier drinnen die Tische und auch die andere Fensterscheibe. Und dadurch kann man sogar noch eine Fackel sehen. Bei den anderen wäre das nicht der Fall gewesen. Da würde man jetzt nicht hier durchgucken können. Da hätte man hier eine helle Wand und eine sehr dunkle Scheibe. Und die war wirklich auch so finster jetzt wie hier das Fichtenholz. Das war nicht schön anzusehen auf jeden Fall. Aber wo war ich stehen verblieben? Ich wollte was einsortieren. Und dann bin ich hier rausgerannt. Ich wollte erzählen, dass ihr auf jeden Fall Vorschläge machen könnt, was man hier bauen kann. Wir haben auf jeden Fall noch offene Projekte, wenn ich hier mal die Karte öffne. Wir haben hier jetzt vor uns die Baustelle von der Bürgermeistervilla. Wir haben hier noch ein Dach drauf zu zimmern auf das kleine Lagerhaus, was ich wahrscheinlich auch nochmal umbauen werde. Wir haben hier den 300er, müssen wir noch bauen. Dann hier noch Wohnhäuser. Hier muss auch noch ein Dach oben drauf. Es sollte, glaube ich, ein kleines Hotel werden. Es muss natürlich auch alles noch eingerichtet werden. Da haben wir hier unten drunter noch den Bahnhof. Das ist das Häuschen mit dem roten Dach. Ja, und hier den Hafenbereich. Den müssen wir auch noch gestalten. Und da haben wir hier noch ganz viel freie Fläche uns mit Ideen von Häusern, was ihr jetzt schon vorschlagen könnt. Ich kann auch mal kurz im Schnelldurchlauf durchgehen, was das Örtchen hier schon hat. Also wir haben ein Rathaus, eben die Bürgermeistervilla, Hafenkontoren, dann hier das Handelskontor, was als Lager des Ortes, glaube ich, mal zählt. Dann haben wir hier eine Taverne, oder es ist ja eine Taverne mit Pension sogar.
Hier ist der Bahnhof. Dann haben wir hier ein Pferd- und Eselzüchter. Also wie nennt sich das? Ich glaube Stallungen irgendwie. Genau, Stallung, Eselwiese. Und hier sind ganz viele Pferde und Esel, sogar ein Dorfbewohner. Genau, hier stehen sogar noch die ganzen Namen dran. Hier ist die Ute. Super. Da haben wir hier, wie gesagt, ein Wohnhaus. Das ist der Turm, der große Aussichtsplattform. Da ist er. Jetzt kann man auch mal angucken von unten hier. Wunderhübsch. So, hier ist auch noch eine Pension. Da haben wir hier das Gerichtshaus. Genau, das Gerichtshaus. Hier ist der Kartoffelbauer. Hier sind zwei kleine Wohnungen, wo hier die Tür aufsteht. Das ist der Flur. Da haben wir hier eine Mauer. Hier oben ist dann der Schriftzug. Dahinter sind eine Tischlerei, ein Steinmetz und dann, glaube ich, ein Türhobler. Das sind Wohnhäuser, eine Apotheke, eine Schäferei haben wir schon und eine Weberei, genau. Ich glaube, wir müssen uns mal schlafen legen. Noch nicht. Und wie gesagt, hier sind die Schafsfelder. Da haben wir ein Silo, das haben wir auch schon, für Brot und Co. Hier hinten haben wir eine kleine Kapelle, die ist da, mit einem daneben liegenden Friedhof. Und ich finde es einfach sehr, sehr schön. Muss ich wirklich sagen. Haben wir auch noch Zeug drin. Bisschen ist noch was drin. So, jetzt legen wir uns aber hier schlafen mal. Die Pforten des Friedhofes. Legen wir uns eben dahin. Na komm. Also ich habe das heute eigentlich schon mal ausprobiert. Aber wenn ich jetzt hier runtergeschmissen werde, liegt das dann, glaube ich, nicht an. Also es liegt nicht am Shader. Ich habe jetzt schon über eine Stunde hier Aufnahmetests gemacht. Sondern es liegt dann am WLAN, weil wir ja hier auf dem Server sind. Oder es liegt an Nitrado. Das kann auch sein. So eine Frühstücksmöhre. Zack. Ja, und hier ist eine kleine Getreidefarm. Mir ist der Name nicht eingefallen. Und hier ist der Friedhof. Und das hatte damals auch einen Zuschauer vorgeschlagen in den Kommentaren, dass dieser Friedhof Paskenkelch, also die Kapelle heißt Paskenkelch, so nehme ich das, ja genau, Kapelle zum Paskenkelch. Und ja, hier liegen so ein paar Leute, weiß gar nicht mehr, Bäckermeister Theodor Deetz. Liegt auch ein Bett drin. Genau, und last but not least, den gibt's auch. Hier ist Rittergarten Heinz Stoppel. Die Schilder kann man natürlich nicht mehr so umfangreich lesen, das ist leider sehr schade. Hier haben wir die Familie Wensmuth und Nortensbech. Ein Familiengrab. Hier scheint nichts zu sein. Hier ist eine frische Beerdigung. Hier ist auch nichts. Hier kann man sich noch Wasser holen. Das ist das Einzige, was mich jetzt stört hier, dass das nicht so schön ausschaut. Aber das stört mich jetzt nicht. Also hier kann man sich Wasser holen. Und hier wollte ich noch drei Rahmen anbringen mit Eimern dran. Und hier geht's Wasserentnahmestelle, hier geht's zum Fluss. Hier ist jetzt auf der Karte, hier ist ein Fluss. Und also wie ihr hier seht, wollte ich den auch mal anpassen an die Höhe.
Und da ist hier irgendwas schiefgelaufen und da hat ein Enderman einen Block geklaut und deswegen ist hier ein Loch. Wenn ich den jetzt hier abbuddel. Fließt das hier jetzt nicht mehr aus. Oder doch? So. Wasser einmal geholt. Ja, das dazu. Was ich jetzt alles hier schon gebaut habe. Es ist ja jetzt schon Mai. Haben wir schon Mai? Ich glaube, heute müsste Mai sein. Der 1. Mai. Und ich finde es richtig cool, dass mir jetzt schon wieder ein paar mehr sind. Also, ich tue ja nicht in jeder Folge hingehen, aber ich würde immer in der ersten Folge im neuen Monat würde ich hier hingehen und die Zahl aktualisieren wollen. Oder machen wir das? Na, hier, dann da und da. So. Sind wir schon wieder fünf mehr und das freut mich natürlich. Aber irgendwas gefällt mir da nicht. Passt das mit der 5? Ja, ne? Müsste passen. Oder habe ich jetzt einen Denkfehler? Ach Mist, guck mal. Hier muss die 5 hin. Da sollte die 5 nicht hinten. Da, so, genau. Ist hier, nee, nicht kein Wassereimer. Da sollte eine 5 hin. Und das tun wir auffüllen. Jetzt wird ein Schuh draus. Haben wir noch 37? So. Ach, jetzt passt. 585 sind wir jetzt. Muss ich ja erstmal hier meinen Kopf anstrengen. Ja. Ihr könnt dann in die Kommentare schreiben, wie gesagt, was ich anfangen soll zu bauen. Da bin ich schon ganz gespannt drauf und das wird dann auch in Angriff genommen. In der heutigen Folge richte ich mich jetzt an den Weihnachtsbaum, dass der abgeschmückt wird und könnt dann fleißig an die Kommentare, tippen, was dann so gemacht werden soll. Ich glaube, hier war Rot mit dabei. Zack. Rote Wolle. So, jetzt muss ich das Holz hier noch einsortieren. Birke finde ich da oder da. Und Fichtenholz eins daneben. So, die Türen. Die kommt doch bestimmt auch mit hier rein. Und die Truhe auch. Aber nur Dämonen. Guck mal, Dämonen als Blume. Hier drüben. Mach jetzt einmal so. Und da habe ich hier roten Farbstoff. Und der passt ja ideal dort rein. Und jetzt haben wir nur noch einen Wassereimer. Boah, hier ist ja viel Gruß drin. Die Möhre, die esse ich jetzt. Das ist auch ein weiterer Inventarplatz.
Wassereimer tun wir jetzt einfach behalten, warum? So. Tun wir aber nicht hier unten rein am besten. Und jetzt bauen wir das hier mal ab. Tun wir es oben rein sortieren. Ich hoffe, dass die Audio eigentlich so hinhaut. Also wie gesagt, ich bin jetzt hier an meinem neuen Rechner. Und da ist alles ein bisschen anders. Darum können wir jetzt auch hier mit Shader spielen. Ich habe damals schon mal mit Shader gespielt. Der war nicht so leistungsstark. Aber trotzdem schön anzusehen. Und da war das Problem, dass ich immer mal so Bildfragmentstörungen hatte, die man dann auch in der Folge gesehen hat, und das war nicht so fein. Unter anderem hat es immer mal kurz geruckelt. Das ist hier nicht der Fall. Wenn ich hier dahin gehe, habe ich das so eingestellt, dass ich standardgemäß so 60 FPS habe. Und das finde ich eigentlich gar nicht mal so übel, was da jetzt die Einstellungen hier sind. Ihr könnt natürlich immer Tipps geben, wenn man die Performance verbessern kann. Ich kenne mich bei den Einstellungen auch nicht hundertprozentig aus. Da komme ich jetzt nicht mehr ran. Okay, da haben wir unten hier alles abgeräumt. Hier ist noch was. Da holen wir uns mal ein wenig Erde und bauen uns da nach oben. Ihr könnt natürlich auch Vorschläge in die Kommentare machen von Shadern, die ich mal ausprobieren soll. Du hast jetzt runtergefallen, auch nicht schlecht. So. Zack. Und zack. Ich habe auch mir schon mal einen Shader ausgesucht, da habe ich letztens eine Review gesehen. Der ist ganz neu, aber der ist noch nicht veröffentlicht. Der soll aber mega gut werden. So, es wird jetzt aber gleich Nacht, oder? Noch ist es nicht Nacht. Ich habe gerade keine Fackel bei. Wenn ich eine Fackel in der Hand hätte, hätten wir jetzt hier oben auch ein bisschen Licht. Aber ich lege mich jetzt hier sofort schlafen. Und da klappt das nämlich auch mit dem Schlafen. Zack. So, jetzt muss ich ein bisschen aufpassen, dass ich hier nichts vergesse. Vielleicht auch alle, die hier über mir gleich machen. Weil ich schmücke hier gerade die Weihnachtsbeleuchtung ab. Aber die Weihnachtsdekoration. Und es ist schon nach Ostern. Das ist also, naja, ein bisschen spät, aber was soll's. Besser jetzt als nie. Und ich möchte euch ja nicht über den Sommer hier die ganze Zeit die Weihnachtsbeleuchtung anschauen lassen. Das wäre dann doch schon ein bisschen zu viel. Okay, das war Adventure Map Skills hier. Kann einfach so hoch gehen. Und so hoch gehen. Ne, das kriege ich gerade nicht auf der Reihe.
suchen wir uns einen anderen Weg nach oben. Wie zum Beispiel hier. Hier unten sind wir ja gar nicht lang gegangen. Ich wollte auch mal den Ambient Sounds mal ausprobieren. Aber da braucht man, glaube ich, Forge Zugang. Und Forge gibt es ja noch nicht für die 1.13. Autsch. So wie ich das mitbekommen habe, sammeln wir mal erstmal unten ein. Hier unten ist jetzt nichts mehr. Da ist noch einer. Und ich erstmal kurz ein Brot. Hier können wir auch noch einen abschlagen. Da kommen wir nicht ran, aber mit Springen kommen wir da ran. Dauert nur ein bisschen länger. Genauso wie der da, obwohl wir hier drauf können und dann können wir den auch schneller abbauen. Zack. Haben wir hier unten jetzt noch irgendeinen dran? Nein. Bauen wir uns hier nochmal hoch. Und gucken mal, ob man hier irgendwo. Habla. So, so. 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 Jetzt wird es dann langsam hier. Zack, da hoch. Also es ist schon ein random gebauter Baum. Muss man dazu sagen. Aber so einfach hier nach oben klettern geht auch nicht. So, sind wir hier. Machen wir gleich den da und den da. Jetzt müssen wir nämlich wieder nach unten. Wir haben auch noch Sachen vergessen. Zur Not baue ich mich hier einfach mit Erde hoch und runter. Mache ich erstmal die hier. So, nicht runterfallen. Auf der Seite kommt man schlechter nach oben. Hier kann ich einfach den da machen. Ui, jetzt bin ich drüber gesprungen. Das soll natürlich nicht sein. Und wieder drüber. Na. Jetzt baue ich mich einfach mal rüber. Das ist sicherer. Jetzt fällt er da runter. Auch nicht schlecht. Aber ich baue mich jetzt mal hier hoch, um die restlichen noch zu bekommen. An der Spitze lässt sich gerade hier schwer arbeiten. Weil die alle so eng beieinander sind. So. Da ist noch ein gelber. Natürlich immer mal nach oben gucken, nicht dass wir da einen vergessen. Da komme ich jetzt nicht so leicht dran. Hier ist auch noch einer. Da ist auch noch einer. Da sind wir ja schon an der Spitze. Lecker. Da sind wir noch. So. Hier oben ist eigentlich nur die Kuppel, wa? Man muss laufen können. Da ist noch ein blauer. Zack. Weiß nicht, ob er runtergefallen ist. Und hier ist jetzt nichts mehr dran. Haben wir alles geschafft. Und die Erde hier überall wieder wegmachen. Ich
Hier hinten glaube ich auch noch welche, ja. So, hier nach unten. Hier auch nach unten. Da aber noch. Hier noch Erde. Jetzt bauen wir die hier noch ab. Müsste da fertig sein. Bis auf die Beleuchtung auf der Spitze, auf den Sternen. Müssten wir fertig sein. Und heute auch noch mal keine Musik. Ihr habt es ja bestimmt schon festgestellt. Gar keine Musik hier am Start. Das hat damit zu tun, da ich das noch nicht eingerichtet habe. Also nicht böse sein. So, und hier den Doppelstift nach unten. Natürlich jetzt Erde verloren. Das war vorher mehr. Da ist noch ein weißer. So. Erde zwar jetzt nicht das wichtigste Medium. Aber schaut schon schön aus unter Wasser, muss ich sagen. Nach oben müssen wir. Wuff, wuff. Und hier war die Weihnachtsbeleuchtung. Weihnachtsbaumkugeln waren da. So, an die weißen. Nicht vergessen. Lalala, Geschenke, die waren hier. Lalala. Ne, das nicht. Das hier. Und das. Das, das. Das. Und das und das. Das Blaue müsste noch hier gewesen sein. Genau. Da sind wir fertig. Super. Wunderschön, oder? Es ist doch wie ein Tag, wenn man jetzt übelst viel Staub bei sich im Raum hat. Oder so eine Lagerhalle, sage ich jetzt mal. Und dann kommt so der Sonnenschein so reingeschienen. Es hat schon was, wie ich finde. Das hat schon was. Schaut schon hübsch aus. Ja, meine lieben Freunde. Laufen wir mal kurz auf den Platz. Und wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Bis zur nächsten Folge Minecraft Staffel 6. Und bis dahin. Natürlich viel Erfolg weiterhin bei euch und haut rein, euer Cedric.